herzlich willkommen hier zum 52. Bonner Wirtschaftstalk aus dem Kammermusiksaal im Beethovenhaus in Bonn. Schön, dass Sie auch dabei sind, schön, dass Sie hier dabei sind. Das ist besonders schön, das hatten wir alles lange nicht. Aber wir wollen anknüpfen, denn wir haben ja dieses Jahr eine Serie, die wir bespielen. Und im Rahmen des Jahresthemas Wirtschaft im Wandel möchten wir uns heute beschäftigen, ganz intensiv, mit der Facette der digitalen Ökonomie. Und jetzt weiß ich, jetzt hat mein Redakteur schon fast einen Herzinfarkt, weil diese Facette der digitalen Ökonomie, das ist natürlich keine Facette, das ist eher so ein Kaleidoskop, was sich da auftut mit der digitalen Ökonomie. Und da möchten wir ein paar Blickwinkel genauer angucken. Uns interessiert zum Beispiel, wie sich die Digitalisierung auswirkt auf Produktion, Innovation und die Arbeitswelt im Ganzen. Wie digitale Märkte und Plattformen funktionieren und welche Bedeutung überhaupt zugrunde liegende digitale Infrastrukturen haben. Und da sage ich Ihnen direkt, dabei geht es nicht nur um Glasfaserkabel. So, woraus bestehen denn die Potenziale der Digitalisierung? Und wie können sie optimal ausgeschöpft werden? So, das ist ein ganz schönes Brett, was wir da an Themen vor uns haben. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, heute hier unfassbar kompetente Gäste zu haben, die jeder aus ihrem Bereich erzählen können, wie es da läuft und uns neue Einblicke geben können, dass wir alle hoffentlich heute Abend viel schlauer nach Hause gehen. Mir war im Rahmen der Vorbereitung immer schon so ein bisschen schwindelig und deswegen freue ich mich sehr, dass die Leute, die sich richtig auskennen, heute hier sind. Wir fangen an. Vorne links sitzt Manuel Kuhlmann. Er ist Entrepreneur, Angel Investor, Speaker und CEO der Pirate Global. Geht schon los, Pirate Global. Herzlich willkommen. Dankeschön. Auf der anderen Seite sitzt Emma Wehrwein. Sie ist PM für digitale Geschäftsmodelle des Eco-Verbands der Internetwirtschaft e.V. Herzlich willkommen. Dann zu meiner Linken ein altbekannter Gast in diesen Hallen, wie ich schon hörte. Wir haben uns auch schon kennengelernt. Heute ist er hier in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Digitaler Hub Region Bonn AG. Herzlich willkommen, Dr. Hubertus Hille. Und zu meiner Rechten ein Mann, dem man früher einen anderen Titel gegeben hätte, aber so schnittig, wie er da sitzt, passt auch diese neue Bezeichnung viel besser. Er ist nämlich CIO des Landes NRW, Professor Dr. Andreas Meyer-Falke. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. So, jetzt haben wir hier so viele Experten auf dem Podium sitzen und ich möchte direkt zum Einstieg mal ein bisschen nach Begrifflichkeiten fragen, weil ja da ganz andere Sachen mit gemein sind. Digitalisierung oder digitale Transformation? Das sind ja schon zwei komplett verschiedene Sachen. Wo stehen wir denn da, Frau Wehrwein? Fangen Sie mal an aus Ihrer Sicht. Wo sind wir? Also ich glaube auch, zum einen, das sind unterschiedliche Begriffe, die beide relevant sind. Digitalisierung bedeutet für mich mehr die Einführung von Technologien, die unterstützen digitale Technologien. Die digitale Transformation geht für mich aber noch mal einen Schritt weiter. Da geht es eben darum, ja, dass sich ganze Geschäftsprozesse in Unternehmen eben anzupassen sind oder angepasst werden. Man muss sich einfach, also Digitalisierung ist für mich ein Beispiel wie, man hat früher eine klassische Buchhaltung gehabt, jetzt hat man eine Buchhaltungssoftware, die man eingeführt hat. In der digitalen Transformation geht es eben weiter, dass sich ganze Prozesse ändern, wenn man sich die Industrie anschaut, ganz spannend. Da geht es auch oft in den produzierenden Unternehmen hat man oft, kann man sich schon schlecht differenzieren, weil die Kunden wissen nicht genau, sie sehen überall das Gleiche und da ist interessant, dass eben da KI zum Beispiel reinkommt, dass man eben Geschäftsprozesse anpasst. Ich gebe immer das Beispiel, mein Papa hat früher ein Auto gekauft und hat unter die Motorhaube geschaut und dann gesagt, super Motor, kaufe ich, heutzutage kaufe ich einen Tesla. Mich interessiert gar nicht mehr der Motor, sondern eben der Servicegedanke dahinter. Und das ist für mich wirklich so ein bisschen das Beispiel für digitale Transformation, in der wir eben im Moment schon stecken. Dieser Service-Gedanke, den greife ich direkt und bringe ihn rüber zum Herrn Kuhlmann, denn Sie haben eine Plattform, wo dieser Service-Gedanke auch durchaus fußt und helfen kann bei Digitalisierung und digitaler Transformation. Wie würden Sie den Unterschied so sehen und wo können Sie helfen?
Ja, also Plattform, wir haben ein Event, was sicherlich so als Plattform ist, wo wir Leute zusammenbringen. Das ist sehr analog. Also, aber es geht um Digitales und es geht um Digitalisierung. Für mich ist Digitalisierung und Digital, also diese Begriffe werden immer so ein bisschen so, auch so, haben so Hype-Phasen und werden dann so durch die Lande getrieben. Digitalisierung für mich ist sehr häufig eigentlich nur Elektrifizierung von etwas, von Prozessen oder von irgendwas. Das ist verhältnismäßig wenig innovativ, weil dort wird nur die Effizienz verändert. Ne? Wie kann ich etwas vielleicht noch etwas schneller machen, vielleicht auch tatsächlich dann eine Arbeitskraft einsparen und dann ist es automatisiert. Das ist für mich persönlich relativ wenig spannend. Ich vertrete so ein bisschen die Ecke des Unternehmers, vielleicht auch des Startup-Unternehmers hier. Für mich ist es sehr spannend zu schauen, wie kann ich wirklich Werte schaffen. Na, also nicht, wie kann ich wirklich einen neuen Wert schaffen, der vorher nicht da war. Das Beispiel Tesla finde ich sehr, sehr spannend. Früher hat man ein Auto gekauft, jetzt vielleicht einfach, ich kaufe das Auto gar nicht mehr, sondern ich kaufe die Möglichkeit der Mobilität in Zukunft, ne, wenn man das richtig mal weiterdenkt. Da ist Tesla jetzt auch noch ein Stück weiter von entfernt. Wenn es um digitalen Wandel geht, finde ich, dass die Perspektive, die eigentlich am wenigsten beachtet wird, ist, Wandel hat immer etwas mit Veränderung zu tun und das ist leicht unbequem. Ne, so leicht ist, mag man nicht als Mensch, eine Maschine lässt sich problemlos verändern. Wir Menschen halt ungerne, zumindest wenn es uns selber betrifft. Und ich glaube, bei der digitalen Transformation ist die Perspektive Mensch eine der zentralen. Und das ist auch eine der größten Herausforderungen, vor der wir stehen. Und digitale Transformation würde ich deswegen, für mich ist das immer eine ganzheitliche Betrachtung. Okay. Herr Dr. Hille, Sie sind ja nah Menschen dran. Was sagen Sie, was Sie bis jetzt gehört haben? Wie sieht von Ihrer Warte aus die Digitalisierung oder die digitale Transformation aus? Wo stehen wir da? Ich mache es mal am Beispiel fest. Super Idee, das gefällt mir gut. Ich weiß nicht, ob Sie das kürzlich auch zugeschickt bekommen haben, diesen Brief vom Finanzamt, wo es um die Grundsteuer geht. Ich habe einen zugeschickt bekommen, dann mache ich den auf, muss da meine ganzen Daten bei Elster, immerhin, digitales Programm, muss ich eingeben, was mein Grundstück, was meine Frau und ich besitzen, betrifft. In dem Brief drin steckt ein Zettel, wo dann drauf gedruckt ist, wie der Bodenrichtwert dieses Grundstücks ist, welches wir besitzen und die Quadratmeterzahl und so weiter. Und dann musste ich diese Sachen von dem anderen Zettel, den mir das Finanzamt gleich mitgeschickt hatte, freundlicherweise, den musste ich dann da hinlegen und das alles abtippen in das Elster-Programm. Da habe ich mir gedacht, komisch. Könnte man da was dran verbessern vielleicht? Ihr habt die Daten, ihr druckt sie sogar aus, ihr schickt sie mir mit, ich gebe sie für euch ein. Ihr habt es teildigitalisiert, teilweise auch nicht. Das ist Digitalisierung. Man hat immerhin das Elster-Programm. Früher hätte man gesagt, bitte schreibt das mit dem Kuli in das Formular rein. Und dann bitte faxen. Und dann genau. Also, und die digitale Transformation wäre, dass ich überhaupt nichts mehr mit dem gesamten Vorgang zu tun bekomme. Dass mich niemand mehr anschreibt. Weil alle Daten, glaube ich, die ich da bei Elster eingeben musste, sind an unterschiedlichen Ecken und Enden dieses Staates bekannt. Aber jeder denkt so in seinen Silos. Das sind alles so für sich einzelne Silos. Woran das liegt, können wir gerne gleich diskutieren, ob das irgendwas mit unserer Historie zu tun hat, dass bloß die eine Behörde mit der anderen nicht zu viel kommunizieren darf. Aber das ist der Unterschied für mich zwischen Digitalisierung oder Teildigitalisierung und digitaler Transformation, wo irgendwie der gesamte Prozess eigentlich in der digitalen Welt mittlerweile verschwindet und ich gar nichts mehr damit zu tun habe. Das ist eine klare Ansage vom Dr. Hille. Was sagen Sie, wenn Sie das hören? Zucken Sie da schon so ein bisschen, wenn er erzählt von den Papieren, wo er dann bei Elster was eintragen muss? Sitzen Sie da und sagen, genau, da wollen wir hin, digitale Transformation? Klar. Warum fragen Sie mich, wie ich gucke? Also gucke ich so böse. Also, nein. Das ist alles, was hier gesagt wurde. Alles. Das ist jetzt das Doofe, dass ich das jeden Tag erzähle. Und dass bei all diesen Diskussionen ich immer wieder sage, ihr müsst mir nicht erklären, dass wir noch nicht so weit sind. Das kann ich jeden Tag in der Zeitung lesen. Das ist auch nicht schön, das ist auch für meine Leute nicht schön, jeden Tag in der Zeitung zu lesen, dass wir digitale Schnarchsäcke sind und irgendwie kurz vor Albanien in der europäischen Hierarchie sind. Aber das ist so. Ich mache mal ein Beispiel, weil Herr Kuhlmann das gerade so schön gesagt hat und Sie das mit dem Auto gesagt haben. Elektrifizierung würde ich noch vor Digitalisierung setzen. Wäre einfach nur, ich habe ein Formular und das ganze Formular kann ich jetzt heutzutage, boah, toll, als PDF am Bildschirm ausfüllen. Das ist jetzt noch nicht so ganz genial. Das lernt man wahrscheinlich heute beim Programmieren in der Schule schon. Digitalisieren wäre jetzt genau so. Ne? Ich habe jetzt irgendeinen Vorgang, Straßenverkehrsamt,
Und da gibt dann der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin die Sachen in einen Rechner ein und der druckt dann automatisch den Kfz-Brief. Toll, geht alles, musste man früher mit der Schreibmaschine machen. Das ist schon so ein bisschen digitalisiert. Und digitale Transformation. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, Herr Kuhlmann hat völlig recht. Das ist jetzt das Dilemma, das ist ganz viel Change-Prozess, also ganz viel Veränderungsprozess. Und an dem Beispiel Straßenverkehrsamt versuche ich jetzt mal zu sagen, wo wir eigentlich hinwollen, was unsere Vision ist in der Digitalisierung der Verwaltung. Wenn ich tatsächlich digital transformieren will, dann, lieber Hille, völlig richtig, bräuchte ich eigentlich kein Straßenverkehrsamt mehr. Jetzt sitzen hier im Zweifelsfalle Beschäftigte im Straßenverkehrsamt und erklären, der Mayer Fager hat uns gerade erklärt, wir sind überflüssig. Nein, deutlich sagt er nicht. Ich sage nur das, was alle Hauptverwaltungsbeamten, also alle Oberbürgermeister, Landräte sagen. Wir haben einen Riesenbedarf an Fachkräften. Wir können den nicht mehr decken. Was machen wir? Wir müssen das hier irgendwie lösen. Digitale Transformation würde bedeuten, wir haben alle einen elektronischen Personalausweis. Jedes neue Auto zumindest wird im Rechner beim Kraftfahrbundesamt in Flensburg gespeichert mit der Boterblocknummer. Es ist digital, überhaupt kein Problem, meinen elektronischen Personalausweis neben den Rechner sozusagen vom Kraftfahrbundesamt zu legen. Der liest meine EID aus, verbindet die mit dem von mir gekauften Auto mit der Motorblocknummer. Dann kommt da so ein Algorithmus, der macht aus dieser langen Nummer, so wie in Holland, nächste Problem, Change-Prozess, ne? Wie in Holland macht er da so eine Nummer, 4711X3, also Sie kommen ja aus Holland, Sie kennen das ja alle, wir nicht. Ne? Wir sind stolz darauf, dass wir ein D wie Düsseldorf haben, ein K wie Köln, ein BN wie Bonn. Nächste Problem, nächste Change-Prozess. Aber das wäre das. Und dann brauche ich kein Nummernschild mehr. Der beste Spruch ist, finde ich immer, solange wir ein Blechnummernschild brauchen, kann ich den Prozess nicht digital machen, weil Blech ist nicht digital. Aber ich müsste ein digitales Nummernschild haben. Macht ganz viel Mehrwert. Die Industrie wird ruckzuck digitale Nummernschilder machen. Die Autohersteller werden ruckzuck solche Folien vorne drauf und hinten drauf kleben. Das Einzige wäre, die Bonner Oberbürgermeisterin müsste jedem Neubürger, ich weiß nicht was, wahrscheinlich 5 Euro oder sowas oder für 5 Euro so einen Aufkleber schenken, auf dem steht BN drauf und den kann man sich sonst wohin kleben, vielleicht nicht auf die Windschutzscheibe, aber ansonsten. Und wenn das Auto dann von mir an Herrn Hille verkauft wird, dann kauft er sich ein K und klebt dann über mein DW Düsseldorf drauf. Ansonsten bleibt die Nummer und wir brauchen kein Straßenverkehrsamt mehr an dieser Stelle, ansonsten natürlich. Wir brauchen keine Kennzeichendrucker mehr und was auch immer. Dieser Prozess wäre digital transformiert. Jetzt können Sie alle überlegen, wo hapert es dran? Das hapert einmal am Change-Prozess innerhalb der Verwaltung, das hapert im Change-Prozess der bisherigen Unternehmen, die daran arbeiten und es hapert daran, das hat der Hille ja gerade auch schon mal angedeutet, dass wir im föderalen System arbeiten und dass das Kraftfahrtbundesamt dem Bund gehört, dass die Straßenverkehrsämter den Kommunen gehören und dazwischen sitzen noch wir als Länder. Ich bin ja föderaler Beamter von Blut an sozusagen, von Grund auf. Und das Ganze abzustimmen ist typisch deutsch, nicht leicht, schwierig. Genau, jetzt haben Sie gerade schon auch ganz viel vorweggenommen, wo wir gleich auch noch drauf kommen. Vom kann digitalen ja gehen Personal und nochmal reinkommen. Nein. Wir knüpfen das einfach auch und versuchen das ein bisschen durcheinander zu mischen, dass das gut funktioniert. Was Sie alle jetzt drin hatten in den Sachen, die Sie erzählt haben, sind die Change-Prozesse und auch natürlich so ein Umdenken, was stattfinden muss, also wo man bei jedem raushört, das wäre erstrebenswert. Könnte es denn daran liegen, jetzt ist ja unheimlich viel auch das Wort Prozesse schon gefallen, dass es einfach zu kompliziert ist, über Prozesse zu reden, also wie wir Prozesse in Arbeit, in Produktion, in Verwaltung und Steuerung so aufstellen, dass die zwar auf der einen Seite möglichst automatisch sind, aber trotzdem nah an der Lebensrealität der Menschen ablaufen. Das scheint mir ja schwierig zu sein. Also ist das, könnte es daran liegen, dass es einfach mehr Spaß macht, über Apps und Nerd-Tools zu reden oder muss man diese Prozesse wirklich so beachten? Werfe ich in die Runde. Also für mich ganz klar, man muss auf jeden Fall die Prozesse beachten. Wir haben da auch beim ECO eine Studie gemacht, die ich ganz interessant fand, was da auch rauskam. Wir haben eine Studie vorgelegt, wo wir die Wirtschaftspotenziale untersuchen lassen haben für den Einsatz von KI. Und da ist wirklich sehr viel Wertschöpfung hinter, was auch Daten angeht. Und was ich da aber spannend fand, war, die meisten Wertschöpfungspotenziale waren tatsächlich im Bestandsverfahren. Da ging es nicht um innovative neue Geschäftsmodelle, sondern wenn man Bestandsverfahren im Unternehmen optimiert, da steckt eigentlich auch das Wertschöpfungspotenzial drin. Deswegen ist das für mich ganz klar, dass man Prozesse definitiv, dass das der richtige Weg ist, definitiv. Also klar ist Innovation wichtig und wir haben da auch super viele, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, Startups. Da passieren ja auch ganz viele Vernetzungen heutzutage, auch mit größeren Unternehmen, mit Startups zusammen. Da passieren interessante Sachen, aber ich glaube,
Was überhaupt erstmal wichtig ist, die Unternehmen, die jetzt schon ihre Geschäftsprozesse haben, dass man da eben schaut, okay, wo kann ich was optimieren, weil am Ende bringt das dem Kunden ja auch wieder viel mehr. Also im Endeffekt ist das ja auch diese Kundenorientierung, dass man erstmal schaut, okay, wie kann ich was vereinfachen? Sie haben es ja auch gerade schon erwähnt, warum muss ich das selber eintippen, wenn es jemand für mich machen könnte, weil die Informationen da sind? Das ist ja eben genau, dass man diese Prozesse optimiert, um am Ende eben einen Kundennutzen zu haben. Ja, da würde ich direkt dann zu Ihnen kommen, weil Sie ja da jetzt im Prinzip ganz viel vor der Front berichten können durch Ihren Blick. Also die Unternehmen, die schon länger sich mit der Transformation beschäftigen und da auch schon länger mit begonnen haben, was sind denn für die heute die Themen? Also was ist da dann das, was kommt, die schon mittendrin stecken in diesen Prozessen? Also zuerst einmal muss ich sagen, es ist ein ganz heterogenes Feld oder ein ganz heterogenes Bild, was ich beobachte. Es gibt einige Unternehmen, die sind, obwohl sie schon länger am Markt sind, sehr progressiv. Die gehen mit sozusagen, krempeln die Ärmel hoch und gehen in diese Prozesse rein. Diese Prozesse, die man digitalisieren kann, die Arbeitsabläufe, die man verändern kann. Und das auch gegen die Widerstände, die da entstehen. Widerstände häufig von Menschen, die bisher diese Prozesse ausgeführt haben und vielleicht Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und es gibt die andere große Gruppe, die sich nicht hinreichend traut, sich dieser Konfliktsituation zu stellen und die sich ein Stück weit, ja, die noch ein bisschen abwartend sind und gar nicht wissen, bringt das dann am Ende etwas? Ist das wirklich, also wenn ich sozusagen mein gesamtes Modell jetzt in Frage stelle, bringt mich das am Ende als Unternehmen überhaupt weiter? Ich erlebe auch viel Zurückhaltung. Ich bin ja heute hier als Aufsichtsratsvorsitzender dieses Digital Hubs. Und diesen Hub haben wir ja vor einigen Jahren auf Basis der Landesfördermittel gegründet. Warum? Aus zwei Gründen, weil wir zum einen den Startups hier in der Region, die digitale Geschäftsmodelle entwickeln wollten, ein Zuhause geben wollten, wo sie sozusagen neben der Digitalisierung, die sie im Kopf haben, noch lernen können, gute Unternehmer zu werden. Und zum anderen sollte dieser Digital Hub auch eine Adresse sein für die mittelständische Wirtschaft, die noch nicht genau weiß, wie sie ihre Digitalisierungsthemen lösen soll, dass sie dorthin gehen und dort Antworten finden auf die Fragen, die sie haben. Das erste hat ganz gut geklappt, also als Start-up-Schmiede ist das ganz gut eingeschlagen und hat sich in diesen guten 5 Jahren, die es jetzt diesen Digital Hub gibt, hat sich das eigentlich gut entwickelt. Das zweite, dass die mittelständische Wirtschaft dorthin geht und sagt, hey, kannst du mir mal helfen, wie wir überhaupt die Fragestellung angehen, das hat eigentlich überhaupt nicht gut funktioniert. Die sind da sehr zurückhaltend. Dann gibt es einige Prachtexemplare, die sehr voranpreschen und mit wissenschaftlichen Institutionen wie dem Fraunhofer Institut oder sowas an künstlicher Intelligenz forschen und Kongresse veranstalten, weil sie immer wieder sozusagen so wie ein Goldsucher versuchen, neue Wege zu finden, wie sie digitalisieren können. Aber das sind aus meiner Sicht, so wie ich das beobachte, sind das nur sehr wenige. Also mir fehlt da noch so ein bisschen dieser, gerade in der mittelständischen Wirtschaft, dieser Schub, wo man sagt, wie kann ich eigentlich mein Fachkräfteproblem, Sie haben es eben gesagt, nicht? Man kann ja Ressourcen, Personalressourcen an der Ecke freisetzen, um sie dann woanders viel effizienter zu nutzen. Wie kann ich mein Fachkräfteproblem über die Digitalisierung von Prozessen lösen? Und da fehlt mir noch ein bisschen so dieser Drive im deutschen Mittelstand. Muss da ich ist vielleicht sagen. Auch das Problem, dass dieses Umdenken, was stattfinden muss, noch nicht so stattgefunden hat oder noch in einer frühen Phase ist. Was ist denn der Trick, diese Skeptiker oder diese Beratungsresistenten zu kriegen? Ist es die Bequemlichkeit zu sagen, guck mal, wenn wir das so machen, hast du einen Mehrgewinn von Zeit, von Bequemlichkeit? Oder geht es auch darum, Unternehmen jung zu halten und zu sagen, wir vernetzen euch mit jungen Leuten Bestand des Unternehmens? Wie werden da so die Schwerpunkte gesetzt? Was werfen Sie für Häppchen hin, ja, um also die das, zu locken? Ja, genau. Also der Austausch ist ganz wichtig, dass man sie überhaupt versucht, in Dialogformate zu bringen, wo sie mit ganz innovativen jungen Digital Natives sozusagen in das Gespräch reinkommen und die möglicherweise einige der Fragen, die der Unternehmer hat, dann beantworten können. Ein Motivator ist auch manchmal ein Stück weit die Angst, dass Menschen sagen, werde ich mit meinem Unternehmen in 10 Jahren überhaupt noch am Markt sein? Gelingt mir das dann überhaupt noch? Also das kann auch einige motivieren, so etwas zu machen.
Information, Aufklärung immer wieder reinbringen, so eine Sendung wie die, die wir heute machen, denke ich, ist ein wichtiger Beitrag, dass man einfach über ein Thema immer wieder spricht und sagt, ihr müsst euch mit dem Thema beschäftigen. Wenn ihr euch nicht mit diesem Thema beschäftigt, wird es euch in einiger Zeit am Markt nicht mehr geben. Es gibt ja diesen Spruch, alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert werden. Und das wird auch wahrscheinlich so kommen, ob das in 10, 20 oder 100 Jahren erst soweit ist, das kann ich selber nicht genau überblicken. Aber Tatsache ist, man muss sich mit dieser Frage beschäftigen und sich immer, und das tun Unternehmer ja auch, Unternehmer, das Wort Unternehmer kommt ja, weil sie was unternehmen, dass sie sich mit solchen Fragen auseinandersetzen, aber für meinen Geschmack noch nicht hinreichend schnell. Herr Kuhlmann, was sind da Ihre Erfahrungen im Mittelstand? Also, kommen wir gleich auf den Mittelstand bzw. die Corporates. Vielleicht noch ein kurzer für mich. Ich finde es spannend, dass wir über Prozesse reden. Ich finde Prozesse eigentlich verhältnismäßig unspannend, weil Prozesse zumindest in Unternehmen sehr schnell zu einer, wenn man so prozessorientiert ist, zu einer gewissen Verhärtung führen und zu einer, wir haben das immer schon so gemacht und das ist der Prozess, unterhalten wir uns dran. Für Unternehmer und Startups ist eigentlich genau die Durchbrechung dieser Prozesse eigentlich spannend, weil das, da plötzlich kann halt Innovation entstehen mit einer Bedingung sozusagen, wenn wir uns radikal am Kundennutzen orientieren und ich sag mal auch am Weltnutzen, gesellschaftlichen Nutzen, das kann man ein bisschen breiter formulieren. Das finde ich persönlich in der ganzen Diskussion eigentlich spannend, weil wir haben Prozesse, um diesen Kundennutzen oder ein Kundenerlebnis oder ein Kundenversprechen letztendlich zu erfüllen. Und Prozesse sind nur ein Mittel zur Erfüllung dieses Zwecks. Und wenn wir plötzlich sehen, wir können dieses Kundenerlebnis verbessern mit einem anderen Prozess, dann zumindest wird das in unserer Unternehmensgruppe so gemacht, dann ist der Prozess sofort vorbei. Und wir stellen das sehr gerne in Frage und immer wieder. Und wir hinterfragen lieber, ist der Kundennutzen noch halt, werden wir dem letztendlich gerecht? Nur um den Punkt noch einmal zu machen, vielleicht aus der, ich sag mal, Brille von sehr innovationsgetriebenen Unternehmen. Ich glaube, aber wir haben dieses Spannungsfeld zwischen denen, die immer nach vorne preschen und dann innovieren wollen und neu und dann denen, die ein Stück weit bewahren wollen. Und ich glaube, dass das sehr relevant ist, auch im gesellschaftlichen Konsens und Kontext, dass wir diese beiden Pole haben. Mittelstand, also ich glaube, dass der Mittelstand sehr viel von Startups lernen kann. Ich glaube aber auch, je größer die Startups werden, dass einfach sehr viele Sachen, wie dort Unternehmertum gelebt wird, jetzt mal aus der Unternehmerbrille gesehen wieder, dass auch die Startups doch sehr viel da eben halt auch mitnehmen können, weil die machen das ja auch schon ziemlich lange. Die sind ja nicht jetzt gerade dabei und mit einer gewissen Unternehmensgröße wird auch die Notwendigkeit von Prozessen total relevant. Und ob sie digital sind oder nicht, ist mir an der Stelle erstmal egal. Mhm. Und deswegen, ich erhoffe mir schon immer wieder diesen Austausch zwischen Startups und Mittelständlern. Der funktioniert auch immer wieder gut. Es sind aber doch zwei verschiedene Welten, die ich zumindest wahrnehme. Und ich glaube, es ist gut, dass da eine lose Kopplung ist, eine sehr enge Verzahnung. Habe ich häufig erlebt zumindest, dass das dann für eine Seite nicht, und meistens sind das die kleineren, ich spreche auch so ein bisschen aus dem Herzen für die kleineren Startups, dass die auch da zu einer gewissen Erstarrung kommen, was nicht wirklich hilfreich ist. Mhm. Erstarrung ist so ein Stichwort, da möchte ich gerade drauf kommen, weil Sie ja jetzt schon von Unternehmern reden und es geht um agile Prozesse. Und dann denkt man, hört man, ja, agile Prozesse, super, und so Mentalität muss sich ändern. Und dann denkt man an eine Behörde. Und spontan hat man das Gefühl, das passt nicht so richtig zusammen. Warum habe ich so einen falschen Eindruck? Oder wie ist da Ihr Weg der Change-Prozesse, was so einen Blickwinkel auf die Dinge angeht? Ich glaube, jetzt muss man erstmal eine Lanze für die Verwaltung unbedingt brechen. Deswegen mache ich das doch. Nein, alles gut. Ich würde nur gerne eine Bemerkung noch zu den Prozessen machen. Ich fand, das war gar kein Widerspruch. Ne? Also ich muss nur den Prozess mir angucken, um ihn verändern zu können. Und nochmal ein anderes Beispiel. Eine Frau bekommt ein Kind im Kreissaal, wird der Name der Frau, die Krankenversicherungsnummer der Frau so eindeutig festgeschrieben, damit das Krankenhaus hinterher eine Rechnung schreiben kann und nicht sie für eine Geburt eine Rechnung kriegen, die Emma gemacht hat und umgekehrt. Das wäre ja fatal, also muss das eindeutig sein. Und anschließend geht wer auch immer zum Standesamt und zeigt die Geburt an, braucht erstmal 3 Wochen, bis er einen Termin kriegt und dann kriegt er nochmal irgendwie 3 Wochen später eine Urkunde.
die Hebamme, der Geburtshelfer, die Kinderschwester, wer auch immer bei der Geburt dabei war, das wirklich bezeugen kann, dass das Kind aus diesem Mutterleib kommt und nicht aus einem anderen, die gibt das sowieso in den Computer ein. Das nennt sich Krankenhausinformationssystem und dann drückt sie auf Enter. Digital auch kein Problem, wäre es schön, wenn sie auf den Knopf drücken würde und sofort die Daten in die unterschiedlichen Richtungen gingen. Also direkt ans Standesamt? Standesamt, an die Bundesagentur für Arbeit, ans Finanzamt, an wen auch immer. Das kann man sich vielleicht sogar noch aussuchen, sagt, da möchte ich auch noch eine haben. Und nochmal, ich bin nur beim Digitalen. Digital wäre das überhaupt gar kein Problem. Um das zu machen, muss ich mir den Prozess angucken. Was wir aber tun, ist diesen Prozess zerhacken. Webersche Funktionsmodell, wunderbar. Wir gucken uns den Prozess und zerhacken den an und sagen, du machst diesen Prozess Krankenhaus. Ergebnis, Krankenhausinformationssystem, Computer. Ganz toll, ganz viel Software, ganz viel Geld damit verdienen, alles gut, ist auch richtig so. Du guckst dir den Prozess im Standesamt an, alles gut, alles richtig, super Prozess, funktioniert. Das Blöde ist nur, die sind nicht kompatibel, weil der dazwischen sitzt, der sagt, pass mal auf, du machst doch was an dem Prozess und du setzt euch doch mal zusammen, den gibt es nicht. Und den müssen wir finden. Ich meine, dass ich das jetzt so sage, lässt ja darauf schließen, dass wir dabei sind, das zu tun. Aber das ist eben genau der Punkt. So, jetzt die Lanze für die Verwaltung. Überlegen Sie mal, was in dieser Verwaltungslandschaft seit 20 Jahren abgeht. Ich kenne die Verwaltung seit 1900 und irgendwie 85 habe ich angefangen. Also ich blicke schon, glaube ich, eine ganze Zeit lang dieser Verwaltung. In den letzten 20 Jahren, wenn Sie jetzt heute anfangen, Krieg, Ukraine, Corona-Krise, davor Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, noch eine Wirtschaftskrise, kommt die Verwaltung überhaupt nicht mehr dazu, vernünftig mal Luft zu holen. Und das ist eine ganz, ganz hervorragende Leistung, die ungefähr 5 Millionen Beschäftigte in Deutschland bringen. Auf Bund, Länder, Kommunen, so viel sind wir, ungefähr 5 Millionen. Und das darf man nicht geringschätzen. Die würden auch ganz gerne mal Luft holen, so wie das übrigens die Schwestern im Krankenhaus, die Pfleger im Krankenhaus auch zu Recht sagen. Beispiel, Agilität und die Verwaltung ist so irgendwie verschlafen. Als das mit Corona losging, mit Lockdown losging, da gab es bei uns kaum einen Homeoffice-Arbeitsplatz, der wirklich digital vernetzt war mit unserem Archiv, mit den Akten und sonst was immer. Das hat 4 Wochen gedauert. Wir sind 150.000 Landesbeschäftigte, dass wir 15.000 Menschen ohne Probleme gleichzeitig in Videokonferenzen schicken konnten. Das dauert momentan noch an, aber wir sind ungefähr bei 100.000 mittlerweile, die eine elektronische Akte nutzen können. Und ich meine, Corona ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, alles gut, also der Einstieg. Aber innerhalb von 2 Jahren hat die Verwaltung bewiesen, dass sie das kann. Da ist ein ganz großer Druck gewesen, ein ganz klares Ziel gewesen und das machen wir. Und da ging es nicht darum, dass es Milliarden gekostet hat, sondern da haben sich ganz viele Leute zusammengetan und haben das gemacht. Kriegen die Bürgerinnen und Bürger nichts von mit? Müssen sie auch nicht. Ne? Ja, nee, müssen sie doch gar nicht. Das ist ja mein Arbeitsmittel. Ich sage mal, meiner über 90-jährigen Mutter ist das eigentlich ziemlich egal, ob ich in Birkenstocks, in Sandalen im Büro rumlaufe, keine Werbung, ob ich in Sandalen im Büro rumlaufe oder ob ich da einen modernen Computer habe. Hauptsache, die Rente wird ausgezahlt. Und so muss man sich das auch vorstellen. Ich will ja nur sagen, Verwaltung kann. Man muss Verwaltung an bestimmten Stellen eben immer nur wieder in Schutz nehmen. Und der alte Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der ehemalige, so alt ist er ja gar nicht, der ehemalige Bundeswirtschaftsminister, hat mal seine Start-ups und uns Digitaler ja, beleidigt, das setzt voraus, dass er das absichtlich gesagt hat. Ich glaube, er hat es unbedacht gesagt. Er hat irgendwann mal an uns gerichtet gesagt, wenn ihr das mit der Digitalisierung nicht gebacken kriegt, dann müsst ihr mal so ein Start-up aus Lettland oder Litauen einladen und die können das. Nein, wir haben alleine bei uns in Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen, die können wirklich gut digitalisieren und wir haben ganz viele Start-ups und weiß gar nicht, ob Ihnen das so allen klar ist, aber die Corona-Warn-App würde ohne ein Kölner Start-up nicht funktionieren. Ne? Uberge kommt aus Köln, die haben das mitentwickelt. Diese ganzen Corona-Registrierungs-Apps, die man so zwischendurch mal hatte, haben lauter Start-ups entwickelt. Ob das nun die Fanta waren, also hier die Fantastischen Vier waren, oder auch ein anderes Kölner Start-up-Unternehmen. Ohne die wird es gar nicht funktionieren und wir versuchen das ja gerade mit Kölner allen möglichen Wettbewerben. Die haben das gut gemacht, alles gut. Also ein Bonner IT-Unternehmen. Bonner IT-Unternehmen, ja. Genau, aber das wollen wir aber jetzt mal feststellen. Das sind aber die Großen. Herr Hille, das sind die Großen. Ja. Die Kleinen sind aber diejenigen gewesen, die ganz agil gesagt haben, pass mal auf, welche Probleme hast du in der Pizzeria? Ich mache jetzt eine Anwesenheitsüberprüfungs-App für Pizzerien. Und das nächste Startup hat gesagt, was bist du denn? Du bist ein Fleischermeister. Ich mache das jetzt für deins Stehimbiss für Fleischwurst oder was auch immer, Kölsche Frikadellen. Und das ist der Unterschied, ne, zu den Großen. Und das ist der Unterschied zu uns, dann höre ich auf zu reden. Wenn wir vom Mittelstand reden, dann ist das im besten Fall ein unternehmensgeführtes, ein inhabergeführtes Unternehmen, wo es einen Chef gibt, der sagen kann, das will ich. Und jetzt übertragen Sie das auf die 5 Millionen Verwaltungsangestellten, Beamte in Deutschland. Wir sind nicht eine Firma.
Es gibt in jedem Bundesland ein CAO wie mich, ne, also in Hamburg, Bremen, sonst wo immer, Niedersachsen, Bayern gibt es jeweils einen und einen im Bund. Und das war's. Wir sind sozusagen die Führungsriege in diesem Konzern, der aber kein richtiger Konzern ist, denn in der deutschen Verfassung steht drin, der Föderalismus ist festgeschrieben, jedes Bundesland kann selber das tun, was es gerne möchte. Das Ressortprinzip ist festgeschrieben, der Justizminister verantwortet seinen Geschäftsbereich, der Innenminister sein, das Ganze mal 16 Bundesländer. Und wir haben die kommunale Selbstverwaltung in der Verfassung festgeschrieben. Das heißt, die Kommunen dürfen in den rechtlichen Grenzen entscheiden, was sie wollen. Jetzt ein doofes Beispiel. Ich kaufe für 5 Millionen Leute einen Bleistift. Also nicht einen, sondern 5 Millionen Bleistifte, schwarz-gelb gestreift mit der roten Kappe drauf oder was auch immer. Und dann dürfen Sie damit schreiben, was Sie wollen. Das ist so mein Verständnis von Digitalisierung. Ich kaufe, digitalisiere, ich kaufe Programme, ich kaufe Software, führe das zusammen, baue Plattformen und dann dürft ihr anschließend damit machen, was ihr wollt. Und diesen Grundkonsens haben wir noch nicht. Da arbeiten wir dran, da arbeiten wir komplett dran, aber das ist genau das, der Unterschied zum mittelständischen Unternehmen, wo der Chef sagt oder die Chefin, das machen wir jetzt so. Es gibt vielleicht noch einen zweiten Unterschied zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Wenn Sie es nicht machen, passiert ja nichts. Also man kann das Finanzamt ja nicht wechseln. Also wenn ich jetzt einmal so da einhaken möchte, weil Sie jetzt so ganz viel aufgezählt hatten, was ja auch die arme Verwaltung in den letzten 20 Jahren mitmachen musste an Krisen, wie wir alle. Ja. Wenn man sich das jetzt aber so anguckt, da hieß es ja auch immer, ja, dann in Zukunft haben wir digitalisierte Prozesse und dann funktioniert das ganz toll. So ist denn jetzt allmählich mal diese Zeit dieser schönen digitalen Zukunft vorbei und brauchen wir jetzt die Digitalisierung, um die Klimakrise, die Energiekrise, die Sicherheitskrise, um da rauszukommen? Also ich kann mich erinnern, wie als im Frühjahr Geflüchtete aus der Ukraine kamen, wo es überhaupt kein Thema war, dass die Kinder an ihrer Schule digitalen Unterricht hatten. Die kamen hier an. Ich habe wirklich Wörter gehört wie in einem Entwicklungsland, wenn es darum ging, Formulare zu bekommen, sich zu registrieren und so weiter. Dann ist die Ukraine an einem ganz anderen Punkt, das so zu handhaben. Und wir haben vielleicht dann doch noch das Problem, dass diese Haltung so ein bisschen, ja, da müssen wir aber erst mal gucken, dass das geht und uns da absprechen. Nee. Es gab dann, Sie haben eben den Herrn Altmaier schon angeführt, dann gab es ja auch mal die Idee, basierend auf dieser Problematik, was Sie hatten im Krankenhaus und dem Standesamt, mit den verschiedenen Schnittstellen oder verschiedene Betriebssysteme, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Weil das ja, ne, da kommen wir gleich auch auf jeden Fall zu, da geht es um die digitale Infrastruktur. Aber ich möchte auf Herrn Altmaiers Idee einer europäischen Cloud zurückkommen. Und das ist aber das, worüber wir jetzt reden, nämlich nicht, sondern was anderes. Es ist Gaia X. Ich lese Ihnen jetzt mal was vor. Jetzt kommt ein Special Blog und dann gucken wir, was kommt. Mit Gaia X entsteht ein sektorübergreifend nutzbares, europäisches, offenes, innovatives Ökosystem für datenbetriebene Geschäftsmodelle und Produkte. Soweit noch alle an Bord, ne? Dieses basiert auf einer Dateninfrastruktur, die Cloud- und Edge-Angebote über Open-Source-Anwendungen und interoperable Standards verbindet und auch in die Wissenschaft hinein vernetzt. Diese Entwicklung unterstützen wir, weil sie digitale Souveränität durch Transparenz und Selbstbestimmtheit für die Nutzerinnen und Nutzer gewährleistet. So, da hatte der Text dann guten Tag. Ne? Jetzt die Frage an Sie, können Sie das übersetzen? Was heißt das jetzt für mich? Das ist auf jeden Fall, ja, viele Buzzwords, würde ich sagen, in einem Absatz. Versuchen wir erstmal eine höhere Ebene zu verstehen. Im Endeffekt hatten wir ja auch gerade schon drüber gesprochen, was wir in Europa beobachten, und das ist jetzt auch keine Problemstellung, die wir erst seit einem Jahr haben, schon wirklich sehr, sehr lange, und wo wir jetzt endlich anfangen, mal zusammen nach einer Lösung zu suchen und die auch umzusetzen, ist eben, dass wir in Europa sehr hochwertige Daten auch haben, von guter Qualität, aber wir es eben nicht hinbekommen, diese Daten in irgendeine Verwertung zu bringen. Also wir nutzen die Daten nicht. Das ist eben das Thema. Wir haben super viel Wertschöpfungspotenzial, was wir einfach nicht ausschöpfen, was einfach liegen bleibt, weil eben die Unternehmen, die Wirtschaft,
alle eben, würde ich sagen, viele Unternehmen eben die Sorge haben, hey, wenn ich meine Daten abgebe, verliere ich die Kontrolle. Wenn ich in die Cloud gehe, dann weiß ich nicht, was da passiert. Und es geht eben darum, dass wir mit Gaia-X ein Ökosystem schaffen wollen, was zum einen eben auch die Werte, die wir in Europa haben, wie Transparenz, Souveränität hochhalten. Weil wenn man sich anschaut, dass wir in Europa, ich weiß jetzt nicht die konkrete Zahl, aber ich glaube, 80% der Speicherkapazitäten werden nicht von europäischen Anbietern angeboten. Das heißt, wir sind sehr abhängig von anderen Kontinenten, sage ich mal, und das macht es uns sehr schwierig, dass überhaupt Unternehmen überhaupt ihre Daten irgendwo eben speichern wollen. Und wir wollen mit Gaia-X eben ein Ökosystem schaffen, ein offenes Ökosystem, wo wir eben gemeinsame Regeln definieren für die Datenspeicherung und auch die Datenverwertung. Wir wollen zusammen auch offene Standards definieren, keine neuen, sondern auf bestehendem aufbauen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Es gibt sehr viele auch gute offene Standards, dass man eben zusammen gemeinsame Regeln, gemeinsames Wertesystem hat und dahinter eben auch die Regularien, weil oft ist es ja, ich finde es immer spannend, dass, wo kommt Gaia-X eigentlich her, die Idee, die 2019 dann überhaupt ins Leben gerufen worden ist, ist, die Idee kam aus der Industrie, weil die Industrie gesagt hat, hey, wir haben jetzt mittlerweile Sensorik, wir können Digital Twins aufbauen, also wir haben Daten, aber um überhaupt in irgendeiner Weise innovativ zu sein, das haben Sie ja auch gerade schon angesprochen, brauche ich eigentlich viel, viel mehr Daten. Ich muss Daten vernetzen und verknüpfen können. Und da ist man halt an eine Grenze gekommen, weil man gesagt hat, okay, was sind jetzt die regulatorischen Rahmenbedingungen, was sind die Nutzungsbedingungen, wie natürlich auch die technische Zusammenschaltung. Sie haben es gerade schon gesagt, eins der Buzzwords Interoperabilität, also das ist übersetzt die technische Zusammenschaltung, also Daten fallen, keine Ahnung, nicht in den Rechenzentren an, sondern im Shopfloor, in der Smart City entstehen überall Daten und wir müssen halt schauen, wie kriegen wir diese ganzen Daten zusammen und in eine Verarbeitung rein, dass es am Ende einen Mehrwert bringt. Und wir schaffen sozusagen eben die Rahmenbedingungen, um ja, so ein offenes Ökosystem überhaupt zu ermöglichen. Und was wäre so Ihre Vision, was dieses Ökosystem können soll? Werfe ich so in die Runde. Sie fangen an. Wenn es ein Wunschkonzert wäre, sage ich mal, würde ich es super spannend finden, eben, ja, dass die Branchen nicht mehr in Silos denken, weil das ist ja auch das, was für mich eben diese Digitalisierung ausmacht und vor allem das Thema Daten, sondern dass man branchenübergreifend denkt, also nicht mehr sektorspezifisch, dass auf einmal die Industrie zusammenarbeitet mit ganz anderen Branchen, um eben an Lösungen zu arbeiten. Es gibt so viele tolle Use Cases und ja, das wäre für mich der Wunsch, dass das Ganze nochmal offener, vernetzter wird und ja, so auch die innovativen Köpfe auch mal an die Arbeit gehen können, weil eben auch dann die Daten verfügbar sind. Wie erleben Sie das, Herr Kuhmann? Sie sind ja international viel unterwegs. Ja, das stimmt. Ja, also ich finde die Initiative super. Hat ganz einfache Gründe. Wir haben verschiedene Abhängigkeiten in der Welt. Also Energieabhängigkeit erleben wir jetzt sehr, sehr stark. Aber wir haben auch sicherlich eine Technologieabhängigkeit. Sie nutzen wahrscheinlich die meisten hier WhatsApp. Ich zum Beispiel nutze WhatsApp nicht, weil ich da einfach, Meta ist jetzt nicht ein Unternehmen, was ich für sonderlich vertrauenswürdig erachte. Ne? Und wenn ich mir die Top 20 Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung anschaue, finde ich dort kein europäisches, was technologiegetrieben ist. Das erste ist, glaube ich, auf Platz 19 LVMH oder so. Und dann Nestlé irgendwie auf 23 oder sowas. Die Top-Unternehmen sind US-Unternehmen und chinesische Unternehmen, also technische, also die Technologieunternehmen. Und denen vertrauen wir unsere Daten an. Und da ist es absolut willkommen, dass wir solche Infrastrukturen haben. Startups, in die ich investiere, da gibt es kein Startup, was nicht auf amerikanischen Cloud-Services aufsetzt. Das ist einfach so, die sind bequem und Bequemlichkeit letztendlich gewinnt sehr häufig. Ne, können wir auch jeder schauen, wer nutzt hier Amazon, wer kauft bei Amazon ein und nicht bei einem Konkurrenten aus Deutschland, zum Beispiel Otto. Ist einfach wahnsinnig bequem, ist einfach wirklich gut. Ich muss mir als Kunde keine Gedanken über einen Prozess machen. Es funktioniert, es kommt an, ich kann es zurückchecken, es ist sehr einfach. Und das ist bei anderen Sachen ebenso. Ich würde mir an der Stelle und auch die Open-Source-Alternativen zu zum Beispiel WhatsApp sind doch ein bisschen frickelig und ein bisschen weniger
weniger so einfach so gepolished, ne? So anwenderfreundlich, genau. Und es ist ein Ticken schwieriger. Ich hoffe, dass wir solche Initiativen schaffen. Ich hoffe, dass wir als Europa tatsächlich da auch einen Gegenpol schaffen. Wir haben mit DSGVO zum Beispiel, haben wir, glaube ich, eine sehr gute Idee in die Welt getragen, die nach meinem Dafürtun etwas umständlich, vielleicht etwas europäisch, vielleicht etwas deutsch auch dann nachher umgesetzt wurde. Also nicht wirklich Nutzer-Experience und Nutzerwert in Vordergrund gestellt. Und ich würde mir hoffen, dass sowas hier eben anders passiert. Ich glaube, dass das nur passieren kann, wenn man wirklich sehr schnell die innovativen Köpfe dort mit einbezieht. Also wir sehen, glaube ich, sehr gute Beispiele wie im Web 3, das ist noch ziemlich wilder Westen dort, aber wo sehr viel Innovation letztendlich passiert. 99% davon wird sich nicht durchsetzen, aber es wird diese 1% geben, das haben wir häufig genug in Innovationszyklen gesehen, die wirklich einen dramatischen Schritt nach vorne machen. Und wir müssen uns diese Zeit erlauben, auch das halt machen zu können. Und das funktioniert eigentlich nur in einem gewissen Chaos. Das sind wir ganz, ne, vor allem in Deutschland sehr, das mögen wir nicht. Aber dann passieren diese technologischen Sprünge. Und ich würde mir hoffen, dass sowas auch dort, dass es nicht nur top-down irgendwie sehr, ich sag mal, strukturiert nur gedacht wird, sondern auch dieses Chaos zumindest am Rand, dieses Kreative entstehen kann. Und dann bin ich da sehr, sehr guter Hoffnung. Wir brauchen diesen Gegenpol zu Amerika und, ja, oder den USA und China. Der Herr Dr. Hille nickt auch schon. Wir haben gar keine andere Alternative, als so etwas zu versuchen. Wenn wir uns jetzt erstmal das Ergebnis anschauen, wie es im Moment ist, dann können wir nur staunen und beobachten, dass diese digitale Welt im Wesentlichen außerhalb Europas stattfindet. Die Amerikaner sind da super, die Chinesen sind super, weil die Daten sammeln bis zum geht nicht mehr. Die Chinesen kümmern sich auch nicht, ob das Volk das will oder nicht. Die machen es einfach und dann werden die Daten ausgewertet. Und dann wird da irgendwas mitgemacht. Und wir in Europa, aus welchen Gründen auch immer, weil wir eben, ich möchte mal sagen, Menschenrechte und die informationelle Selbstbestimmung ganz besonders hochhalten, wir tun uns da mit solchen Dingen sehr schwer. Aber das hat natürlich eine Auswirkung. Die Auswirkung lautet, die großen IT-Konzerne sind alle außerhalb Europas. Es gibt in Europa keine großen IT-Konzerne, keine wesentlichen Global Player, die gibt es einfach nicht. Und insofern ist so eine Initiative zu begrüßen, dass man versucht, dem etwas entgegenzusetzen und versucht, durch Absprachen, wir kooperieren jetzt und wir versprechen uns alle gegenseitig, dass wir unsere Daten da rein, also ich weiß zu wenig über das Projekt im Detail, um es wirklich abschließend beurteilen zu können, aber ich finde es gut, dass es den Versuch gibt, so etwas zu machen. 2019 ist jetzt auch noch nicht so lange her. Mich würde interessieren, danke, ist schon was bei rumgekommen? Oder ist man noch dabei zu überlegen, wie ist jetzt der Standard? Müssen wir ihn so oder so stricken? Also, oder passiert schon was Konkretes? Genau, es passiert auf jeden Fall schon sehr viel Konkretes. Wir hatten letzte Woche noch unsere Veranstaltung in Berlin, wo wir den ersten Open Source Code präsentiert haben, also die technische Infrastruktur sozusagen für diese, um dieses Ökosystem in den Betrieb zu setzen. Das nennen wir die Gaia-X Federation Services. Die sind jetzt im ersten Release fertig, die sind Open Source. Jeder kann sie nutzen, also jedes Unternehmen, was einen Use Case umsetzen möchte in diesem offenen Ökosystem, kann den Code jetzt nehmen und für sich eben ihren Use Case aufbauen, ihr Ökosystem aufbauen. Und ich glaube, da kommt man schon sehr weit. Es gibt insgesamt 11 Förderprojekte, die gefördert werden von der Bundesregierung. Das heißt, auch da ist man schon seit über einem Jahr jetzt dran, die Use Cases zu bilden. Die gehen auch in alle Branchen rein. Also es ist super spannend, was da gerade passiert. Und ich bin auch sehr dankbar, dass Sie es gerade auch so gesagt haben, 2019 ist noch nicht so lange her, weil oft heißt es nämlich, es ist auch teilweise sehr frustrierend, immer, ja, Gaia-X ist doch schon tot. Was ist denn mit Gaia-X? Das kriege ich ganz oft zu hören. Aber ich finde nämlich auch dieses, was mich auch oft ein bisschen frustriert und wo ich mir mehr wünschen würde, dass Europa da auch oder auch Deutschland mehr zusammenhält, ist dieses, wir wissen alle, was das Problem ist, also lasst uns nicht mehr über das Problem reden oder warum Gaia-X nicht möglich gemacht werden kann, sondern lasst uns doch einfach über Lösungen diskutieren. Also ich bin super gern eher mit Leuten an einem Tisch und guck zusammen, was ist die Lösung, wie kriegen wir es hin, wo ist genau das Problem, lass es uns lösen. Und dafür ist es ja auch ein offenes Community, es hat es ja auch einen Community-Ansatz, das heißt,
heißt, jedes Unternehmen, jedes Startup kann dazukommen, sich an den Tisch setzen und zusammen mitarbeiten. Es ist eben nicht so ein Top-Down, wie man sich das vorstellt. Aber ist denn dieser Ordnungsrahmen der EU für die Digitalisierung jetzt, die über DSGVO, über Digital Market Act, also DMA, Data Act, der Data Governance Act, DGA und der DAS, der Digital Service Act, ist das alles, wenn man das hört, ist das so ein Pain in the Ass oder ist das was wirklich ein strategischer Vorteil ist? Also warum kommen jetzt nicht andere Unternehmen weltweit hin und sagen, hey, die haben da so üble Vorkehrungen, das ist ein super Safe Harbor für uns, für unsere Unternehmendaten. Hier liegen die Daten sicher und wissen, dass die geschützt sind. Ist das also in der Kommunikation dabei? Ja, aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit, weil dafür müssten wir erstmal überhaupt eine digitale Infrastruktur haben. Die müsste natürlich erstmal aufgebaut werden und dann kann es natürlich ein Wettbewerbsvorteil sein. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Da haben wir so ein bisschen was verschlafen, was wir jetzt eben nachzuholen haben. Aber dafür brauchen wir, wie gesagt, erstmal den Unterbau. Die Werte, die sind schon da und die können wir auch umsetzen, eben in so Regularien, aber es fehlt halt noch der Unterbau. Dann lassen Sie uns über den mal reden, ne? Digitale Infrastruktur. Ich habe zu Anfang schon gesagt, es geht nicht nur ums Glasfaserkabel, aber auch, machen wir nachher auch noch einen kleinen Ausflug zu. Mich würde interessieren, ob zu dieser Infrastruktur und diese offenen Standards, was wir eben hatten, Open Source, offene Schnittstellen, ist das diese digitale Basistechnologie, ist die für eine Gesellschaft mittlerweile so überlebenswichtig, dass das auch eine Voraussetzung an Infrastruktur ist, das kompatibel zu halten, dass die Menschen das nutzen können? Ist das so ein Gedanke, der da auch fußt? Also muss Gesellschaft digitale Basistechnologie fördern, um sie sicherer und aktuell zu halten? Ist das eine Aufgabe? Auf jeden Fall. Ja. Das ist so wie der elektrische Strom, als der erfunden wurde. Man konnte sich wahrscheinlich damals auch entscheiden, es nicht zu tun, den Strom, sozusagen die Stromkabel zu verlegen und den Strom zu nutzen für, was weiß ich, Produktionsprozesse oder was auch immer man damals gemacht hat. Dann hat man das eine Zeit lang versucht, sich gegen diesen technologischen Fortschritt damals zu wenden. Und irgendwann hat man gemerkt, dass man halt vollkommen abgehängt ist und im Mittelalter verbleibt, während die Welt um einen herum sich nach vorne entwickelt. Und so ist das doch mit der Digitalisierung auch. Also wir können, wenn wir uns diesem Thema nicht anschließen, wenn wir es nicht versuchen, irgendwie zu formen, wenn wir nicht versuchen, Innovationen in unserer Gesellschaft, in unseren Unternehmen, in unseren Behörden oder sowas umzusetzen, dann werden wir irgendwann in ein fürchterliches Hintertreffen kommen und dann ist Europa abgehängt. Also das befürchte ich zumindest. Vielleicht nur ganz kurz da noch zu ergänzen, weil Sie es auch gerade vorhin schon angesprochen hatten. Ich finde es teilweise ein bisschen schade, dass Digitalisierung oder all diese ganzen Themen immer so mit Dringlichkeit auch verbunden werden. Also wenn es dringlich ist, funktioniert es dann irgendwie, dann kriegen wir es auch in 4 Wochen hin. Aber ich finde, das ist sehr extrinsisch gedacht. Also mir fehlt so ein bisschen die intrinsische Motivation, dass man das eben nicht mit dieser Dringlichkeit verbindet, sondern wirklich als etwas Wichtiges, wo man voranschreiten soll, weil man eben auch die Mehrwerte sieht. Und das fehlt mir teilweise noch so ein bisschen. Also auch auf den ich weiß nicht, jetzt auf die ganzen Krisen betrachtet, wenn man jetzt auf andere Länder schaut, die sind da in der Digitalisierung schon vorher vorangeschritten und die haben jetzt vielleicht weniger Probleme, weil sie eben zum Beispiel den Energieverbrauch schon monitoren können, was wir eben hier noch gar nicht können, weil wir da noch nicht die Steuerfähigkeit haben, weil wir eben noch gar nicht so weit sind in der Digitalisierung. Gehört denn zur Infrastruktur Ihrer Meinung nach auch, dass Entscheidungsträger Ahnung haben von der Materie? Frage ich Sie jetzt, weil Sie sind ja da ein schönes Beispiel. Also ich bin von Haus aus Mediziner, darauf spielt jetzt die Moderatorin an. Wenn Sie sich angucken, was im Krankenhaus alles mittlerweile digital ist, ich glaube schon, ich mache seit 1900 und irgendwas 90er Jahren Digitalisierung in der Landesverwaltung, ich glaube schon, dass man das nach 30 Jahren sagen kann, dass man Ahnung hat. Ich habe den ersten E-Government-Preis der Bundesregierung von Bearing Point und Cisco gewonnen, das war im Jahr 2000. Wenn man jetzt davon redet, wofür haben wir den eigentlich damals gekriegt, dann haben wir den nächsten Punkt, den haben wir, das verrate ich nicht, das geht dann peinlich, wofür wir den damals gekriegt haben, aber im Jahr 2000, das ist 20 Jahre her. Meine Kinder sind 35, ne? Also von daher gesehen, in wirklich relativ langer Zeit
Für einen Menschen hat sich die Technologie entwickelt dramatisch schnell. Und die entwickelt sich ja blöderweise jeden Tag immer weiter schnell. Und da jetzt zu sagen, jetzt muss der Bundeskanzler nicht nur den Frieden sichern und er muss die Haushaltszahlen im Griff haben und er muss die sozialen Probleme kennen und er sollte am besten auch eine Digital Native sein, dafür hat er eigentlich seine Leute. Diese Leute muss man sich dann holen. Also die Leute haben wir auch, wenn wir uns überlegen, wie viele tausend Menschen in der Verwaltung allein, dafür kann ich ja wirklich reden, sich mit IT befassen und zwar wirklich auf hochprofessioneller Ebene sich damit befassen, dann haben wir genügend Fachleute. Das ist auch nicht das Problem. Ich kann immer wieder sagen, wir haben in Deutschland kein Problem mit der Digitalisierung. Dann gucken mich immer die Profis an und sagen, der hat jetzt einen Knall. Und dann kommt die Erläuterung von mir, wir haben genügend Menschen, die Einsen und Nullen hintereinander so programmieren können, dass da nach 5 Millionen Zeilen immer noch was ganz Vernünftiges bei rauskommt. Ich habe ja vorhin mal versucht, ein paar andere Problemfelder aufzuzeigen und Gaia-X, super Sache, keine Frage. Wir haben uns jetzt in Deutschland endlich nach jahrelanger Diskussion auf eine Cloud-Lösung geeinigt, die bundesweite Verwaltungscloud. Sie merken an der Diktion schon, eine bundesweite Verwaltungscloud. Das hieß man eine ganze Zeit lang. Ja, das hieß man eine ganze Zeit lang Bundescloud. Und dann können alle föderalen Beamten mithören, wenn ich das jetzt sage, um Gottes Willen. Es kann doch keine Bundescloud geben. Der Bund ist doch nicht der Owner. Wir sind doch alle die Inhaber dieser Cloud. Das muss jetzt bundesweit heißen. Das ist für Sie alle uninteressant. Aber Sie merken, dass wir da jahrelang darüber diskutieren könnten. Jetzt haben wir die aber. Nervt Sie das selber? Lass mich einmal sagen. Natürlich nervt mich das, sonst würde ich das ja nicht so sagen. Na, immerhin. Jetzt kommt das aber. Jetzt, was nützt mir die bundesweite Cloud, wenn ich da nichts habe? Also was nützt mir Gaia-X, wenn ich da nichts habe? Das gleiche in grün. Was nützt mir unser Open Data Pakt, wenn mir keiner seine offenen Daten zur Verfügung stellt? Und jetzt kommt genau das Problem. Hundesteuer, kommunale Angelegenheit. Darf jede Kommune in Deutschland selber regeln. 11.000 Kommunen. Machen Sie das Beispiel, Hundesteuer für Pudel. Sie haben einen super tollen, digital affinen Bürgermeister, meinetwegen in Kempten im Allgäu. Keine Ahnung, ob der wirklich digital affin ist. Aber Beispiel, der entwickelt jetzt eine Hundesteuer für Pudel. Ganz toll. Dann könnte man ja auf die Idee kommen, in Flensburg gibt es vielleicht auch Pudel. Dann könnten die auch die Software nehmen. Und dann brauchen wir sie nur einmal entwickeln. Und dann haben wir sie in der Cloud zur Verfügung gestellt. Die Diskussionen bei uns laufen noch anders. Das ist wieder der Change-Prozess, dass der Kollege dann sagt, ja, Hundesteuer für Pudel, schön und gut, kann die auch Dackel? Und denkst du bitte dran, in Düsseldorf brauchen wir Königspudel, die haben alle noch ein Krönchen, kann die das auch, bin die mit Krönchen? Und denk dran, bei Schäferhunden, die blinden Hunde sind, die sind von der Steuer befreit, kann das deine Software auch? Wir machen es also wieder, die ganze Sache tot. Die Cloud-Lösung bundesweit oder europaweit würde nur dann einen richtigen Sinn machen, wenn man sagt, ich entwickle das jetzt einmal, gerne Open Source, also für alle anderen, die zuhören, so, dass der kundige Thebaner da was dran programmieren kann, also diese goldenen Locken da mit dem Krönchen oder sonst was auch immer, aber ich muss eine Basis haben, ich muss mich erstmal auf diese Basis einigen und dann kann ich das machen, dann nützt es mir was und da sind wir dran, das ist schwierig. Meine Vision ist tatsächlich, wir werden irgendwann in absehbarer Zeit, weil der Druck, Herr Hille, auf uns so groß ist, dass wir uns bewegen müssen, da gebe ich Ihnen sofort recht, wir werden irgendwann in dieser bundesweiten Cloud für 11.000 Verwaltungsleistungen, so viel sind es ungefähr, am besten immer genau eine Lösung haben. Die Bürgerinnen und Bürger greifen in der Cloud auf diese eine Lösung zu. Ihnen allen ist das völlig egal, ob das eine Bundesleistung, eine Landesleistung oder eine der Kommune Bonn oder Düsseldorf oder Köln ist. Und die wird abgewickelt und wir müssen dafür sorgen, dass die Gebühren, die man dafür einnimmt, dann auch wirklich der Kommune wieder zurückfließen. Dann wären wir das ganze Problem los und wären morgen fertig. Darf ich dazu eine Frage stellen? Ja. Herr Meyer-Falke, Sie haben gesagt, wir haben ganz tolle sozusagen IT-Leute in den Verwaltungen, aber woran hapert es jetzt? Ist es die kommunale Selbstverwaltung und diese Zergliederung dieses Landes, die es irgendwie am Ende des Tages zunichte macht, dass wir uns schnell entwickeln? Hele, sie macht es nicht zunichte. Sie macht es nicht so nicht. Vorhin ist ja schon mal Ukraine gefallen. Die Ukraine ist ein relativ neu gegründeter Staat. Das gilt für die baltischen Staaten genauso, die alle kurz vor dem Dritten Weltkrieg gestanden haben. Wir sind als Republik seit 1900 und irgendwas 50er Jahre gewachsen. Es ist ja nicht so, dass die Verwaltung alle geschlafen haben. Es wird in jeder Verwaltung irgendwo in der Bundesrepublik seit 1985, 86, 87 digitalisiert. Nur, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, tolle Projekte entwickelt, also gucken Sie sich auch die ganzen Smart City Projekte an und sonst was immer, tolle Projekte, nur sie sind in der Vergangenheit isoliert aufgebaut worden. Jede Kommune für sich, jedes Land für sich, der Bund für sich und das jetzt zusammenzuführen,
Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie hier irgendeinen verschrecken müsste, aber in den genannten Staaten ist es entweder eine zentralstaatliche Regelung, Dänemark hat das zentral geregelt, die baltischen Staaten haben das zentral geregelt, oder aber sie sind auf der grünen Wiese neu entstanden. Und das ist die Bundesrepublik nicht. Wir müssen mit dem leben, was unser Staatsgefüge macht. Und ich finde nochmal, ich breche jetzt nochmal eine Lanze für unsere Leute, dafür sind wir echt gut. Da würde ich aber jetzt gern direkt den Herrn Kuhlmann ins Rennen bringen. Sie haben ja so den Überblick über die Startups und so. Jetzt haben Sie die Probleme gehört. Sie haben die Lanze gebrochen für die Verwaltung. Wir wissen um die Schwierigkeiten. Wir wissen um die Notwendigkeit dieser Change-Prozesse. Jetzt zaubern Sie ein Startup aus dem Hut, was ihm helfen kann, oder? Ja, mache ich zwei Anrufe. Ich möchte gar nicht in Ihren Schuhen stecken. Also ich meine, einmal die ganze Zersplitterung und dann die historischen Altlasten, auf die man aufbauen muss, die müssen ja auch irgendwie am Laufen gehalten werden. Und dann muss, also es ist im Prinzip ein fahrender Zug, der währenddessen in einen Bus umgebaut werden muss oder ähnliches. Und der muss weiterfahren. Ich habe da eigentlich allergrößten Respekt vor. Wie ein Unternehmer da letztendlich rangehen würde, der würde sagen, okay, wir machen einfach alles neu. Und das wäre viel, viel schneller. Das wäre wirklich tatsächlich viel, viel schneller, als das alles umzubauen und alle Leute, Change-Prozess, alle Leute mitzunehmen. Also quasi wie Denkmalschutz, nur in der Verwaltung oder so. Ein sehr, 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 sehr gutes Beispiel. Ja, ein kleines bisschen so, ja. Also Startups können sicherlich an vielen Punkten helfen. Startups sind sehr gut, um große Monolithen auseinanderzunehmen und zu sagen, bestimmte Prozessschritte können wir abbilden. Ja, und die können wir einfach sehr, 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 sehr gut abbilden. Also Beispiel Kfz-Versicherung, automatische Klassifizierung von Schadensfällen. Ja, da geht der Schaden rein, ein Foto, kurze Beschreibung und eine KI kann das dann relativ gut bestimmen. Dann hat man noch eine Werkstattsrechnung dabei, kann relativ gut bestimmen, ist das in der richtigen Höhe und so weiter und so fort. Das ist ein sehr, sehr schöner Prozess, den eine Versicherung sich im Prinzip, weil da eine Menge Daten, eine Menge Schadensfälle anfallen, sich eine Versicherung rausnehmen kann, das auch extern an ein Startup geben kann. Da gibt es in der Verwaltung garantiert, ich kenne jetzt die Beispiele in der Tiefe nicht, aber garantiert genauso viele Fälle. Da gibt es dann noch etwas komplexere Datenthemen wahrscheinlich. Aber natürlich können dort Startups helfen. Es wird aber kein Startup kommen, was Deutschland Verwaltung neu erfindet und sagt, hier, ne, ich ziehe das mal drüber, das würde ich auch überhaupt nicht wollen. Ne? Also, so. Ich glaube aber, dass Startups sehr, sehr gut sind, diese einzelnen kleinen Prozessschritte, und die machen sie besser als alle anderen. Und ich glaube, dass auch die Verwaltung gut tun würde, da zuzuhören, auch den Markt zu beobachten und tatsächlich machen sie ja garantiert schon, dann auch wirklich den Startups zu sagen, so hier, ihr könnt das gut, macht das für uns, mit uns. Auch die Startups fair bezahlen, nicht zu bürokratisch sein, das wäre der Appell aus Startup-Sicht. Und dann haben alle Seiten etwas davon und tatsächlich auch die Bürger werden letztendlich davon profitieren. Darf ich einmal direkt auf Herrn Kuhlmann antworten? Bitte. Völlig d'accord. Sie haben genau das angesprochen, was uns eben auch umtreibt. Wir haben bislang immer gedacht, hier ist die Verwaltung, ne, boah, was sind wir toll, wir sind in der Verwaltung, habe ich ja jetzt auch gerade mal gesagt, und da sind die Startups, die sind so agil, und die agilen Startups haben gesagt, die in der Verwaltung sind alle doof, und wir haben gesagt, die sind agil, das kann auch nicht klappen. So, seit anderthalb, zwei Jahren bewegt sich, glaube ich, Verwaltung auf Startup und Startup-Szene auf Verwaltung zu. NR Valley war der erste Einstieg hier, also der Dachverband der Startups in Nordrhein-Westfalen. Wir haben jetzt gerade laufen, das ist ja Zufall, aber jetzt gerade laufen ein Wettbewerb für Startups, und zwar für die GovTech-Szene, so nennt sich das dann wieder neudeutsch, also für die Startups, die der öffentlichen Verwaltung nahestehen. Und jetzt einfach nur noch mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Völlig richtig, was Herr Kuhlmann sagt, wir müssen lernen, dass Startups, weil sie agil sind, vielleicht erfolgreich sind, und Startups müssen erstmal lernen, auch nicht böse gemeint, dass Verwaltung so doof gar nicht ist, das kann sogar richtig Spaß machen, also von daher gesehen, alles gut, aber wir müssen sie zusammenbringen. Und bei meinen Kollegen, jetzt deswegen rede ich jetzt einmal auf dem Nähkästchen. Bei meinen Kollegen war es ganz schwierig, denen zu sagen, wir machen jetzt nicht sowas, was wir alle schon kennen, wir pitchen, ne, so, und dann kommen die Startups hinterher und sagen, ey cool, ne, ihr zieht da Turnschuhe an und dann glaubt, ihr seid jung, und anschließend macht keiner mehr mit unseren Ideen irgendwas, weil jetzt haben wir sie euch gegeben, das war's. Wir drehen den Spieß mal um, wir formulieren
Challenges, ne, die sprechen halt hier alle Englisch, also wir formulieren Herausforderungen und dann sagen wir, das sind unsere Herausforderungen, also unsere Probleme und macht uns dafür mal eine Lösung. Und jetzt bin ich eigentlich bei dem Nähkästchen, das meinen Kollegen zu erklären, formuliert doch mal die Herausforderung. Das sind wir nicht gewohnt. Wir sind ein anderes Denken gewohnt. Wir sind gewohnt, ich kenne meine Probleme, die gehen dich aber nichts an. Probleme haben wir alle nicht. Herausforderung, okay, ist noch ein schöneres Wort, haben wir, aber die verrate ich dir nicht, ich sage dir die Lösung. Und in der Vergangenheit haben wir immer die Lösung ausgeschrieben und haben gesagt, und du machst mir jetzt eine Lösung und die Lösung sieht aus, 00110 / geschweifte Klammer und dann haben sie das auch gemacht, haben dafür auch Geld gekriegt und dann haben wir anschließend festgestellt, oh, so richtig brauchbar ist das nicht und dann hat sie da noch irgendwann was dran programmiert. Und jetzt plötzlich umzudenken und zu sagen, sag doch mal bitte, was hast du für ein Problem? Ich, Schulministerium, habe ein Problem, Quereinsteiger in den Schulen. Wie kann ich die Qualifikation so schnell feststellen, dass ich sage, okay, den stellen wir jetzt ein und die stellen wir nicht ein oder umgekehrt, die stellen wir ein und den nicht. Und das Ganze KI-gestützt am besten gleich, weil wir brauchen Hunderttausende von Lehrern. Und morgen, ja, ich kann das ist mein Problem. Da kommen die Start-ups und sagen, wir haben eine Lösung. Ja, ich kann das nur wirklich total, ich finde das großartig, weil so denken Unternehmer und so denken Startups auch. Und das ist ein Stück weit dann ein Ideen- oder ein Lösungswettbewerb. Und den überhaupt zu haben, garantiert gibt es eine bessere Lösung irgendwo da draußen, ja, als was man sich in der Verwaltung selber, weil man natürlich nicht, weil die Leute das nicht können, weil man eine gewisse Betriebsblindheit hat, einfach auf diese Lösung würde man überhaupt nicht kommen. Und das ist genau das, was ich vorhin auch meinte mit, wir brauchen diese ein bisschen Chaos, ein bisschen diese Innovation am Rande, dass Leute auch mal was ausprobieren können und dann arbeiten vielleicht auch 2-3 Teams dran und man nimmt dann die beste Lösung. Das ist vielleicht nachher, oder nicht vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich günstiger, als wenn man ein Projektteam, jetzt macht man eine Analyse und ein ganz großes Konzept hinsetzen würde, wenn man einfach sagt, lauft einfach mal. Ne? Das ist das Problem. Schaut mal, mit welchen Lösungen ihr kommt und dann pitcht ihr und das Gewinnerteam vielleicht, also wir bezahlen das sogar, dass ihr rumspielt. Ne? Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber ich meine, dieses Spiel ist sehr kreativitätsfördernd. Dann glauben wir, dass wir auf bessere Lösungen kommen. Ich bin ein absoluter Verfechter von diesen Ansätzen, um die Kreativität vor allem in dieser ersten Phase zu fördern. Ich finde das also meine absolute Hochachtung, eher mit der Herausforderung reinzugehen als mit den Lösungen. Ja. Brauchen wir denn da vielleicht auch eine neue Fehlerkultur? Weil diese Kreativität muss ja auch so viel Platz haben, dass auch mal Dinge schief gehen können, dass das nicht funktionieren kann. Und das ist ja was, wo viele doch zurückzucken und sagen, oh, bevor ich das falsch mache, warte ich lieber mal ab oder mache lieber nichts. Oder wie kriegen wir da so ein Umdenken rein? Also wie muss so Transformation in einer Organisation aussehen? Kann ich ein Beispiel geben hier aus unserem Digital Hub? Die haben, ich glaube, in der Szene mittlerweile absolut en vogue und schon lange Jahre bewährt, aber vielleicht kennt es nicht jeder unserer Zuschauer oder Zuhörer, solche sogenannte Fuck-Up-Nights. Ja? Also irgendwelche Unternehmer oder Start-up-Entrepreneure, die sagen, was sie falsch gemacht haben und man definiert sich über die Fehler, die man gemacht haben und die anderen hören zu, verstehen, was für Fehler gemacht wurden und versuchen es besser zu machen. Ist das nicht toll? Super Veranstaltung, total. Tolle Fehlerkultur. Ja. Weil den Fehler, den der andere gemacht hat, muss man ja schon nicht selber machen. So ist es. Aber diese Idee, dass derjenige dadurch ja einen Fehler gemacht hat und versagt hat, ist ja bei vielen Leuten irgendwie noch drin. Warum? Oder ist das gar nicht mehr so drin? Hat die neue Generation da schon ein Umdenken auf den Weg gebracht? Na, die neue Generation für sich, glaube ich schon. Das ist ja nur so, wir sind ja auch noch alle da und wir haben das hört sich immer so doof an. Das hört sich immer so doof an. Ich bin ja nun auch einer von den typischen alten weißen Männern. Und ich bin anders sozialisiert worden. Ich bin so sozialisiert worden, dass meine Chefs gesagt haben, pass mal auf, bevor du überhaupt die Klappe aufmachst, ist die Lösung, die du mir jetzt verkündest, 135% sicher. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du damit rumgehen. Das ist wahrscheinlich eine geniale Lösung, wenn man alle Zeit der Welt hat. Die passt nur nicht dummerweise auf Digitalisierung, weil am Ende ist wirklich eine perfekte Lösung. Nur wenn ich heute anfange, mit 135%iger Sicherheit eine Lösung zu entwickeln, dann ist das digital betroffen, in 30 Jahren fertig, dann hat irgendein schlauer Kopf was anderes erfunden, dann haben wir die Digitalisierung schon abgeschafft. Wir müssen schlicht und ergreifend, darauf will ich nur hinaus, anders rangehen. Aber gucken Sie sich doch mal unsere Gesetze an. Ich habe mal irgendwann gelernt, so ein Gesetz ist so gemacht, dass es grundsätzliche Dinge regelt.
Wir haben das da auch mittlerweile so gemacht, dass wir ganz viele Gesetze haben, die nichts Grundsätzliches mehr regeln, die bis ins Detail gehen, die irgendwie hunderte von Unterparagraphen, Absätzen haben, wo dann irgendwo nochmal was geregelt wird, so eine Ausnahme könnte ja nochmal sein und so. Und genau auch da fängt das aus jetzt Verwaltungssicht an, auch da müssen wir ran, das ist übrigens auch ein Change-Prozess, hat mit Digitalisierung gar nichts zu tun, aber wenn ich mir das neue Gesetz von Hubertus Heil angucke, wo er dann sagt, und alle Arbeitsverträge müssen analog ausgehändigt werden. Ich wollte es gerade. Da kann ich nur sagen, warum hat er das gemacht? Warum hat er nicht wenigstens den Halbsatz reingeschrieben? Die dürfen auf besonders ausdrücklichen Wunsch auch digital zur Verfügung gestellt werden. Das macht er nicht, um uns zu ärgern. Das macht er nicht, weil er doof ist oder so. Das machen die Leute, weil sie nicht dran denken. Und das ist das, was ich gerade mit Mindset gemeint habe. Aber das ist tatsächlich, das kann ich aus der Startup-Szene einfach, da ist ganz großes Unverständnis. Es ist am 1.8. eingeführt worden, das Nachweisgesetz. Es ist wirklich einfach ein Kopfschütteln, wenn man sagt, wir wollen nach vorne denken in Bezug Digitalisierung und dann, dass man sowas explizit auch im Gesetz stehen hat. Es ist wirklich große Verwunderung, schlechte Signale, muss ich da mal aussprechen. Also so einfach das, ja, da geht einem so ein bisschen die Hoffnung verloren. Das ist ein sehr falsches Wort, glaube ich, dabei. Aber so ein bisschen Resignation dann, dass man sagt so. Aber da wäre jetzt Fehlerkultur zu sagen, okay, doof, ne, wir fügen da jetzt bei der nächsten Novelle einen Halbsatz ein, der heißt, wie vor ich darf auch. Wäre super. Ich glaube, würden wir alle sagen, klasse, ey, kann jedem passieren, nicht schlimm. Ja. Und das aber auch zu Change-Kultur generell, da hat man immer den Dreiklang wollen, können, dürfen. Da muss man erstmal wollen, das generell als Organisation dann auch, dass man eine Koalition der Willigen findet. Und dann ist natürlich wichtig, dass man die Fähigkeiten hat, das Können. Häufig sieht man das. Und wenn es aber am Dürfen scheitert, ne, weil rechtliche Rahmenbedingungen sind oder weil das Top-Management halt doch nicht dahinter steht, wie auch immer, wenn Change-Prozesse daran scheitern, finde ich immer enorm schade. Und das ist im Startup, vor allem in kleineren Gruppen, sage ich mal, in kleineren Teams, kann auch ein größeres Unternehmen, das in kleineren Teams sich aufteilt, ist dieses Wollen, Können, Dürfen sehr häufig viel, viel schneller. Und deswegen geht da ein Wandel mit einer anderen Geschwindigkeit vonstatten. Das sehe ich auch, weil ich finde auch, vor allem im digitalen Zeitalter, alles verändert sich so schnell und die Unternehmen müssen ja auch hinterherkommen. Und ich finde es total wichtig, auch vor allem, wenn es um Change Management geht, dass das Management oder der Chef oder die Chefin eben einen auch befähigen, einfach den eigenen Kopf zu benutzen. Und dann ist ganz klar, dass da Fehler passieren können. Aber im Endeffekt geht es ja eher darum, dass ich es ist meine Meinung zu dem Ganzen und ganz persönlich, dass wenn ich am Ende meinem Chef oder meiner Chefin erklären kann, warum ich so gehandelt habe, auch wenn es schiefgegangen ist, dann würde ich auch erwarten, dass die Person mir dann auch trotzdem den Rücken stärkt, weil Fehler passieren. Aber ich muss ja nur zeigen, ich habe darüber reflektiert und ich bin dazu gekommen und ich habe dieses Risiko abgeschätzt und ich habe gesagt, ich mache das jetzt so. Und das sehe ich übrigens auch ganz oft so in der Wirtschaft oder in Unternehmen, auch insbesondere natürlich auch bei GAIA-X, dass Leute sich immer so von außen noch beobachten und ja, ich mache dann vielleicht später mal mit. Und das ist, glaube ich, kann man allgemein auf Digitalisierung sehen, dass die Leute erstmal, oh, ich will keinen Fehler machen, aber ich glaube, im digitalen Zeitalter geht es nicht darum, irgendwie zu überlegen, oh, mache ich jetzt einen Fehler oder nicht, sondern eher ist die Aufgabe des Managements oder der Unternehmer und Unternehmerinnen eben zu gucken, ist das Risiko gering genug, dass ich es einfach mal versuche. Und ich glaube, wir müssen da hinkommen, versucht es einfach, wenn das Risiko gering genug ist, es einfach mal auszuprobieren. Ja, machen Sie ruhig. Also ich finde, da kann man ruhig, so ein schöner Appell, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Mich würde jetzt interessieren, ob noch dazu kommt, also zu sagen, machen Sie es einfach und trauen Sie sich. Aber Sie hatten eben auch diesen Punkt angesprochen mit den Datensilos und den Daten, die auch geteilt werden. Und auch das ist wieder was, wo die jüngere Generation sehr viel selbstverständlicher mit aufwächst, mit einer Sharing Economy. Das führt sich dann bei den Daten natürlich auch fort. Wenn ich dann vielleicht aber einen Betrieb habe, der sagt, meine Güte, wir haben über Jahrzehnte da ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, diesen Vorteil durch diese Daten. Und jetzt kommen diese jungen Leute und wir sollen die Daten teilen, die sind doch verrückt.
Was sagen Sie? Ja, das mag den einen oder anderen Unternehmer geben, der noch genauso denkt, aber ich glaube, da wächst eine junge Generation nach, die sieht das ganz, ganz anders. Also ich merke, dass dieses Ausprobieren dieser Mentalität total stark ist. Deutschland war auch lange Zeit kein Land, wo man sehr gut an dieses Risikokapital rankam. Ja? Wenn Unternehmen gegründet haben, Risikokapital in Deutschland einzusammeln, war ja sehr, sehr schwierig. Das kommt langsam in die Gänge, da entsteht was. Also auch teilweise staatlich gefördert, so wie Hightech-Gründerfonds oder solche Einrichtungen, wo dann geradezu sozusagen von staatlicher Seite das Risikokapital gefördert wird. Aber ich mit den Leuten, die mit Risikokapital zu tun haben, höre ich, dass die Amerikaner immer mehr auch bereit sind, in Europa sich in diese Sachen hineinzubegeben und auch die Deutschen bereit sind, so langsam aber sicher auf diesen Zug aufzuspringen. Und das ist für mich auch ein Indikator dafür, dass diese Bereitschaft, auch mal in das Falsche zu investieren, dafür ist das ja Risikokapital, dass man auch mal ein Risiko eingeht mit seinem Kapital und nicht eben in die Bundesschatzanleihe investiert. Das ist im Entstehen. Also insofern gibt mir so ein bisschen die Hoffnung, dass die junge Generation, die nachwachsende Generation da eine andere Kultur mitbringt. Und das geht mit offenen Daten auch. Ne? Wir haben ja vorhin mal ganz am Anfang über Beispiele gesprochen, damit man sich das auch noch mal so vorstellen kann. Wir haben offene Daten über Dachflächenneigungen sozusagen von allen Häusern in Nordrhein-Westfalen. Also wie schief oder wie schräg steht das Dach auf dem Haus. Und ich meine, es ist jetzt nicht ganz so dramatisch herauszufinden, dass die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht, aber das so zu programmieren, dass man das auch noch sehen kann auf so einer Landkarte, ist schon genial. Und dann kann man diese beiden Datensätze zusammenfügen und dann kann man dem Hausbesitzer oder ja, dem Hausbesitzer sagen, bei dir macht das übrigens keinen Sinn, Solaranlagen auf dem Dach zu bauen, weil deine Dachflächen sind so geneigt, da scheint die Sonne gar nicht, kann es dir übrigens auch zeigen, die Sonne geht genau so rum und dein Dach steht in diese Richtung schief. Wunderbares Geschäftsmodell, läuft, kann man wirklich gucken, klappt. Wir andere kennen das im Zweifelsfalle, ganz Nordrhein-Westfalen ist vermessen, Geodaten liegen offen, es gibt ganz viele mittlerweile Firmen, die machen daraus Wander-Apps. Die greifen auf offene Daten zu und man kann dann selber hinterher diese App runterladen und sagen, boah, ist das toll, und wenn ich hier irgendwo auch immer im Siebengebirge wandern will, dann greife ich auf offene Daten zu, machen wir uns gar keine Gedanken, aber die Daten sind da, die könnte jeder von uns auch, wenn er das denn könnte, verarbeiten, sich seine eigene Wander-App machen. Und da ist das genau so, vielleicht ist es eine Generationenfrage, aber es gibt eben mittlerweile ganz viele Unternehmen, meistens kleinere, jüngere Start-ups, die daraus ihr Geschäftsmodell entwickeln. Und das ist toll, das ist gut und das nennt sich bei uns in Nordrhein-Westfalen der Open Data Pakt, aber das ist auch egal, wie man das nennt. Der Gedanke, der dahinter ist, wir müssen diese Daten endlich einer Nutzung zuführen. Sie haben es ja vorhin gesagt. Und das ist jetzt nicht die Daten der Verwaltung, die man dann irgendwo als alle Angst haben, um Gottes Willen, sagt der Meyer-Falke, demnächst liegen meine Geburtsurkundendaten alle offen, sondern sind es wirklich Daten, die jetzt sowieso schon alle offen sind, mit denen man auch was anfangen kann. Dann schön, wenn dann so lebensnahe Sachen bei rauskommen, denn ich glaube, das hat man ganz am Anfang, dieser Aspekt der Bequemlichkeit kann vielleicht auch noch Vorbehalte rausnehmen, die vielleicht noch da sind. Also es wäre so die Abschlussfrage, dieses Kommunikationsproblem, hatten wir ein Kommunikationsproblem, also wurde der Sprung in die digitale Welt nachvollziehbar und richtig erklärt? Wir haben ja heute versucht, unseren Beitrag zu leisten, aber wo sehen Sie da noch Bedarf? So als Abschlussfrage in die Runde. Also soll ich anfangen? Gern. Ich sehe den Bedarf darin, über die Konsequenzen aufzuklären. Mir sind die Konsequenzen noch nicht transparent genug. Ich glaube, es gibt noch zu viele, die sagen, wieso, es geht doch auch so ganz gut. Und ich glaube, dieser Wettbewerb, den man mit anderen Ländern und mit anderen Kulturen, die sehr viel offener sind, hat, das ist vielen Menschen noch gar nicht bewusst genug. Und ich würde mir wünschen, wenn darüber viel mehr aufgeklärt würde, dass, also nicht um Angst zu erzeugen und den Menschen Angst zu machen, wenn ihr euch nicht bewegt, dann bleibt ihr zurück. Das ist nicht der Motivator, sondern einfach klar zu machen, dass Daten und Digitales sozusagen die Rohstoffe der Zukunft sind. Und wenn wir als Deutschland oder als Europa dort zurückstehen und meinen, das hat alles noch ein bisschen Zeit,
dann verpassen wir den Anschluss. Der, wir haben ihn ohnehin schon verpasst. Aber das wir sagen können, wir schon ganz schön lange. Ja, ne? Das wir, ja natürlich. Und wir können versuchen, vielleicht beim, bei der Industrie 4.0, dass die Maschinen dann besonders digital sind. Da haben wir ja auch eine Stärke im Maschinenbau in Deutschland. Dann können wir versuchen, dieses, das, was wir bei den Googles und Co. bereits verpasst haben, die haben so einen Vorsprung, werden wir niemals mehr einholen, sagen die Experten. Vielleicht können wir das im Maschinenbau und der Digitalisierung aber noch wettmachen. Und diese Konsequenz, ich glaube, die müssten wir noch stärker in den Vordergrund stellen, damit die Menschen auch noch mehr Bereitschaft mitbringen, vielleicht auch mal an der einen oder anderen Datenschutzfrage ein bisschen großzügiger zu sein. Wobei ich nicht sagen will, dass der Datenschutz immer das Riesenproblem ist, aber er ist auch ein Problem. Herr Kuhlmann, Sie hatten als Zweiter gezuckt. Ja, also für mich ist das Software Eats the World, oder wie war das, was der Marc Andreessen gesagt hat, ich glaube 2002 oder so. Ich glaube, dass er sehr viel dran ist. Also wir werden, letztendlich wird alles digitalisiert werden, was digitalisiert werden kann. Und es kann viel mehr digitalisiert werden, was wir auch immer noch glauben. Ne, wer hätte früher gedacht, dass man Autos und Trecker und so weiter online kauft? Natürlich macht man das heute ganz normal, hat es nie gesehen, kauft das Auto und also wird an die Tür geliefert, zumindest ist mir das so ergangen, Gebrauchtwagen wohlgemerkt. Ne? Und das habe ich schon 2011 gemacht, jetzt bin ich auch vielleicht ein Early Adopter, aber nur ganz, ganz normale Prozesse und da wird es viel, viel mehr davon letztendlich geben. Für mich geht es gar nicht um Angst oder irgendwie, ne, du hast den Anschluss verloren, genau die ähnliche Denke, sondern für mich geht es eher, wollen wir diesen Prozess mitgestalten? So, und das ist eine Einladung an uns alle und wir als Gesellschaft werden schon überrannt von diesem, was digital möglich ist. Es ist viel mehr mittlerweile schon möglich mit AI, also mit KI, künstlicher Intelligenz, als was wir eigentlich wissen. Wir nutzen aber alle, zumindest jeder, der einen Computer benutzt, sicherlich, wir nutzen KI, das wissen wir gar nicht. Ne? Also jedes Google-Ergebnis ist letztendlich eine künstliche Intelligenz. Und ich würde schon gerne wissen, wie die letztendlich funktioniert. Also ich würde da gerne schon auch den gesellschaftlichen Diskurs ein Stück weiter haben, weil ne, auch die Facebook, die Filterbubbles und was wir alle kennen, schon halt sehr stark gesellschaftlich prägend sind und vor allem auch für die Demokratie und so weiter eine ganz, ganz, ganz massive Auswirkung hat. Das wird sich nicht aufhalten lassen. Das ist wie ein Tsunami, der halt letztendlich kommt, aber ich möchte gerne mitgestalten, wie wir die Energie lenken und ich möchte auch gerne ein Surfboard mir bauen und mitsurfen. Mhm. Und das ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Also da können wir uns gar nicht, also wir können uns, da können irgendwie böse in der Ecke sitzen und sagen, das will ich aber nicht und das nervt mich und das geht mir alles zu schnell oder ähnlich. Das ist aber, das wird trotzdem passieren, weil das halt diese Energie, diese Kraft, die da letztendlich drin steckt und es werden andere Länder, andere Organisationen und so weiter werden sich damit auseinandersetzen und nachher, ja, Thema Bequemlichkeit, siegt die Bequemlichkeit wieder und ich würde gerne einfach und das ist auch die Bitte an alle, an dem Diskurs beteiligen und auch meine Mutter soll mitreden können, was mit ihren Daten passiert und welche KI, zumindest in Ansätzen das halt verstehen, was da letztendlich passiert. Weil tatsächlich Technologie ist viel weiter, als wir das aktuell wahrnehmen. Wenn er ein Surfboard will für die Welle, für den Tsunami, brauchen Sie einen Katamaran für die Verwaltung, oder? Also, haben Sie den schon? Ob wir einen Katamaran brauchen, weiß ich nicht. Wind haben wir auf jeden Fall genug. Dummerweise momentan ziemlich viel Gegenwind. Aber als alter Segler weiß ich ja, dass man mit dem Gegenwind durchaus auch umgehen kann. Oder Sie segeln in die falsche Richtung. Da war jetzt der holländische. Nein, Sie haben ja die Frage gestellt, haben wir ein Kommunikationsproblem, genau, oder haben wir ein Kommunikationsdefizit? Klare Antwort, ja. Was mir fehlt in diesem Ganzen ist, eine klare Kundenorientierung, Bürgerinnen, Bürgerorientierung, Unternehmensorientierung, mir vollkommen egal. Jetzt kokettiere ich noch einmal mit meinem eigentlichen Beruf. Ich kenne die Anfänge der elektronischen Gesundheitskarte. Mittlerweile würden wir, glaube ich, von der App reden oder sonst was auch immer. Das ist jetzt 15 Jahre her. Wir haben 15 Jahre lang darüber diskutiert, auch gut und auf hohem akademischem Niveau und sonst was auch immer, welche
Probleme das macht und ob der Stecker da hinten dreipolig oder fünfpolig ist und wo der dann in der Arztpraxis auf dem Tresen oder unterm Tresen steht, alles gut. Wir haben nie den Patientinnen und Patienten erklärt, welchen Vorteil diese Karte mit sich bringt, wenn du ins Krankenhaus eingeliefert wirst mit dem Notarztwagen, dann weiß der da in der Intensivstation arbeitet, der weiß schon kaum, dass du da bist, welche Medikamente du kriegst, was du hast und sonst was. Und dann wäre ich ziemlich sicher, hätten wir seit 14 Jahren diese Gesundheitskarte, weil alle sie gefordert hätten. Aber das ist jetzt so meine Fantasie. Worauf will ich hinaus? Sie haben das Wort Amazon vorhin genannt. Ich will ja keine Schleichwerbung machen, aber die Vision ist ja tatsächlich die. Wir machen so eine Art Verwaltungs-Amazon. Und der Vorteil ist, liebe Bürgerinnen und Bürger, ihr könnt dann 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, wann auch immer ihr Lust und Laune habt, euren Personalausweis verlängern. Da kommt im Zweifelsfall ja vorher schon der Hinweis drauf, der läuft übrigens in 3 Tagen ab oder in 10 Jahren. Ihr könnt das alles machen, ihr könnt das automatisch bezahlen in eurem Servicekonto, das es übrigens gibt. Ihr könnt tatsächlich anschließend den Bescheid, KI unterstützt, bei euch kriegen. Das Ganze geht in Nanosekundenstelle. Das wäre eine Vision. Und ich glaube, wenn man das jetzt hier fragen würde, wollen Sie das, dann wird der eine oder andere sagen, nein. Aber die allergrößte Mehrheit wird sagen, ja, das wollen wir. Und jetzt kann ich eben immer nur wieder sagen, ich wünsche mir das manchmal eben auch, bin ja selber auch in der verantwortlichen Position, zu sagen, lass uns das doch mal ausprobieren. Lass uns doch mal ausprobieren, was passiert, wenn die Kölner Oberbürgermeisterin mitkriegt, dass es in Düsseldorf eine geniale digitale Leistung gibt oder umgekehrt, ne, dass es in Köln eine digitale geniale Leistung gibt und der Oberbürgermeister in Düsseldorf erfährt das. Ich bin ganz sicher, dass das klappt, was ich mir so denke, dass das am nächsten Tag jeweils auch bei den anderen funktioniert. Also Kommunikation, ja, Öffentlichkeit. Wir sind ja dran. Zusammen. Wir tun das doch alles. Tun wir alles. Und allerletzte Bemerkung, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, 5 ist Trümpf und Rolf. Sie können sich nicht mal daran erinnern. Ach, guck mal. Klar. Ja, klar, genau. Meinen Sie, was die Maskenbildnerin hier am Start hat? Was hat man also, um von 4 Postleitzahlen Ziffern auf 5 umzusetzen? Was hat man für eine Riesenkampagne gefahren? Könnte man auch mal mit Digitalisierung machen. Auf geht's. Ja, Sie sind am Drücker. Sie werden lachen. Wir haben schon mal über den Digi gesprochen. Ja, vielleicht ergibt sich ja nachher beim Umtrunk danach noch die ein oder andere Idee. Aber Frau Weber, mit Ihnen haben wir angefangen, mit Ihnen hören wir jetzt auch auf in dieser Runde. Sie haben das letzte Wort. Wird der Sprung in die digitale Welt gut erklärt oder haben wir ein Kommunikationsproblem? Also ich würde mir persönlich wünschen, ich habe gerade schon überlegt, ist das ein Kommunikationsproblem? Ich würde eher sagen, mir fehlt so ein bisschen die Positivität manchmal. Und ich finde, das motiviert ja auch einen, wenn man nicht die ganze Zeit hört, was sind die Probleme und warum geht das jetzt nicht, sondern einfach wirklich ein bisschen positiver mal rumzuspinnen, welche Potenziale gibt es, in welche Richtung sollen wir uns entwickeln. Und dann, finde ich, regt das ja auch nochmal ganz anders an, über die Dinge nachzudenken, als, oh nee, das hört sich eh schon irgendwie kompliziert an, mache ich erstmal nicht oder ich gucke erstmal, was die anderen machen, sondern das regt ja auch ein bisschen an zu gucken, ah, okay, das ist der Mehrwert, vielleicht bringt es mir auch einen Mehrwert. Also für mich ist es eher auch ein bisschen mehr Richtung positive Kommunikation und lösungsorientiert und nicht immer zu sehr auf Probleme beharrt. Also ich glaube, das wäre so meine Meinung dazu. Sehr gut. Ich hoffe, das ist ein Bombenschlusswort. Ich kann mir nur wünschen, dass wir das heute ein bisschen hinbekommen haben, Sie zu Hause und auch Sie hier im Kammermusiksaal ein bisschen vielleicht mit Leichtigkeit und den Möglichkeiten, die diese Digitalisierung und die digitale Transformation mit sich bringt, ein bisschen angefüttert zu haben. Es ist ein Riesenthema, sehr spannend. Vielleicht haben Sie Lust, sich ein bisschen weiterzubilden, nochmal überall nachzugucken, bei den Unternehmen, bei den Plattformen, bei den Initiativen, die auch alle hier hinter den Gästen auf dem Podium stehen, bei denen ich mich sehr bedanken möchte. Und bei Ihnen natürlich auch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Applaus